bin konventioneller Landwirt. Wir haben Getreidebau, Maisanbau und Zuckerrüben. Besonders als Landwirt ist es für uns sehr wichtig, dass unser Lebensraum intakt bleibt. Also wir setzen bei uns zum Teil mehrjährige Blühstreifen um, aber auch einjährige, so ähnlich wie das hier im Hintergrund ist. Ich mache beim AUBI-Projekt mit, weil ich finde es eine tolle Verknüpfung zwischen Naturschutz und konventioneller Landwirtschaft. AUBI ist das Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept. Und zwar geht es darum, Akteure vor Ort zusammenzubringen, um die Biodiversität zu diskutieren und voranzubringen, hauptsächlich mit landwirtschaftlichen Betrieben auf Ackerland. Gerade auf Ackerflächen ist in den letzten Jahren der Artenrückgang sehr dramatisch sichtbar an den Vögeln, die sehr große Schwünde haben in den Beständen aller Wildvögel. Die Rebhuhn zum Beispiel sind mittlerweile vom Aussterben bedroht. Das heißt, es muss was passieren. Auf dieser Karte ist dargestellt einmal die sandfarbenen Flächen, die Ackerflächen. Die schraffierten Flächen sind die Bereiche, in denen die Maßnahmen, wie Blühflächen zum Beispiel, am effektivsten wirken können. Das Wichtige an diesen Karten ist auch, wie sie entstanden sind, nämlich, dass sie immer wieder an runden Tischen mit allen Akteuren diskutiert wurden. Die Landwirtschaftsbetriebe, die Behördenvertreter saßen dabei, andere Akteure aus der Region, die örtlichen Naturschutzaktiven. Der Mehrwert von Kooperation ist, so denken wir, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, wenn Lösungen entwickelt werden, dass ein Gesetzgeber kommt und sagt, das ist der Weg, wie das zu tun ist. Das erhöht die Akzeptanz auf den Betrieben. Ob es Erkenntnisse gibt, ob Maßnahmen im Rahmen von AUBI mehr werden, ja. Angefangen 2016 außerhalb vom AUBI bei 2 Hektar sind wir 2019 jetzt bei immerhin über 40 Hektar im gleichen Maßnahmengebiet gelandet. In Hessen haben wir derzeit 8 Zusammenarbeitsprojekte, die mit unterschiedlichen fachlichen Zielsetzungen gefördert werden. Dafür werden jährlich 300.000 Euro ausgegeben. Das Ziel unserer Förderung ist es, die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Naturschutzverbänden, Landschaftspflegeverbänden oder auch Wasserkooperationen zu stärken. Wir machen die Landschaftspflege für ganz seltene Biotope rund um Darmstadt mit verschiedenen Weidetieren, hauptsächlich Schafe und Esel, um die Biodiversität in diesen hochsensiblen Flächen zu erhalten. Das Problem steht im Endeffekt vor Ihnen. Das Problem bin ich, ist mein Alter. Ich werde mit Sicherheit nicht mehr 25 Jahre das machen können und wir müssen jetzt eine junge Generation aufbauen, die das Ganze weiterführt. Im Projekt setzen wir um, dass wir jetzt einen Verein gegründet haben, der als Schnittstelle fungiert zwischen den Beweidern, die die Pflege vor Ort machen, und den Behörden, um die Zusammenarbeit zu optimieren. Das Projekt macht es mir leichter, an eine Betriebsübernahme zu denken und diesen großen Schritt einer Betriebsübernahme zu gehen, eben durch den Rückhalt des Vereins. Und dass da Leute sind, die bei Fragen gerne mich unterstützen. Ich bin sehr positiv eingestellt, dass die Pflege der Gebiete gesichert ist und natürlich auch, dass neue Projekte, neue Flächen dazukommen, neue Betriebe dazukommen, neue junge Menschen den Naturschutz leben können.